Italien, 750 Jahre vor Christi Geburt. Der Beginn eines Weges, der weiterführen würde, als sich irgendjemand in seinen kühnsten Träumen vorstellen konnte. Bauern gründeten eine Siedlung am Ufer des Tiber. Sie nannten die Siedlung Rom. Der Ort wuchs, legendäre Straßen gingen von ihm aus und ermöglichten den Handel mit anderen Städten. Das Leben war gut, aber Roms Bürger wollten mehr. Sie stellten mächtige Legionen auf, um neue Länder zu erobern. Das Imperium wurde immer stärker. Niemand konnte sich Roms Zielen entgegenstellen. Besiegte Gegner wurden als Sklaven an die reichen Bürger verkauft, die Roms einzigartig zivilisiertes Leben genossen. Aber nicht jeder Bürger lebte in Luxus. Es kam zu Aufständen, in denen die Hungrigen und Armen ihr Recht forderten. Doch Rom gedieh weiter und stellte seine Größe mit jenen beeindruckenden Bauwerken zur Schau, die der von den Bürgern geforderten rauen und oft auch gefährlichen Unterhaltung bieten. Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zu meinem neuesten alten Projekt als Projekt, weil es ist ein altes Spiel, Caesar 3. Ich habe es damals sehr gesuchtet, habe es richtig gefeiert, dieses Spiel, und deswegen dachte ich mir, sollte ich euch das nicht vorenthalten. Deswegen, meine Damen, spielen wir jetzt mal zusammen die Kampagne durch. Wir starten eine neue Karriere. Ich hoffe, dass wir jetzt keine Audio-Bugs haben werden. Das Spiel neigt nämlich leider dazu. Hat es damals nicht, aber heutzutage, naja, ist ja auch egal. Wir versuchen es jedenfalls. Beginnen wir also mit dem Regierungstraining. Zunächst einmal müsst ihr die Grundlagen für den Bau römischer Siedlungen kennenlernen. Richtet Wohngebiete ein und schon bald werdet ihr sehen, wie Leute in eure Stadt kommen. So. Klickt diese Leute mit der rechten Maustaste an, damit sie euch wichtige Informationen über eure Stadt mitteilen. Nach einem Rechtsklick auf ein Gebäude seht ihr ein Textfeld mit einer Beschreibung dieses Gebäudes. Dazu einen Hilfe-Button, mit dem ihr weitere Informationen darüber aufrufen könnt, wie dieses Gebäude funktioniert. Wege. Klickt mit der Maustaste und haltet sie gedrückt, um mehrere Wegabschnitte an einem Stück zu verlegen. Plant den Verlauf der Wege sehr sorgfältig. Baut so wenig Kreuzungen wie möglich ein, damit die Leute auch wirklich an die Stellen wandern, die sie besuchen sollen. Denn an jeder Kreuzung können die Leute wählen, wohin sie gehen wollen. Mit jeder zusätzlichen Kreuzung habt ihr weniger Kontrolle über die Route, die die Leute einschlagen. So, das ist erst in späteren Missionen wirklich wichtig. Wir fangen an. Wir machen uns eine richtig feine... Nein, das... Shitte. Man kann leider nicht abbrechen, wenn man einmal geklickt hat. Ich wollte mir eigentlich nur hier diesen Bereich von Straßen säubern. So, ich mache mein altes Bauprinzip, was ich schon damals gerne gemacht habe. Warum, das seht ihr gleich. Also warum diese Lücken? Ganz einfach, die Leute brauchen auch Wasser und da kommen jetzt erstmal kleine Ziehbrunnen hin. Ihr seht, hier kommen schon die ersten Leute hinzu. Ich habe gehört, dass es hier Arbeit geben soll. Ich möchte Löwenbändiger werden. Ja, dann viel Erfolg dabei. Vielleicht haben wir irgendwann Löwen, aber ich glaube nicht in dieser Mission. So, zack. Direkt noch ein paar Hütten dazu.
Und natürlich auch ein paar Wege dran. Zack. So. Dann schauen wir jetzt erstmal. Wir gucken uns mal kurz ein Gebäude an. Der Ziehbrunnen senkt hier ein wenig die Attraktivität, deswegen erweitert sich das Gebäude nicht. Hier sehen wir immer den Grund, also was fehlt. Ob jetzt zum Beispiel eine Ressource fehlt, wie zum Beispiel Geschirr oder Möbel oder Öl oder Wein. Aber das, wie gesagt, kommt erst in späteren Missionen. Das ist jetzt noch nicht wirklich relevant. Das machen wir schon mal für später alles weg. Ach, ich mag dieses Spiel. Ich meine, es ist jetzt noch nicht viel passiert, ne? Aber ich kenne das Spiel ja schon von früher und ich fand es einfach damals richtig geil und deswegen freue ich mich, dass ich es endlich zum Laufen bekommen habe. Übrigens an der Stelle vielen, vielen Dank an Morris Above This. Ohne den hätte ich das nicht hinbekommen, weil der hat mir nämlich bei meinen Aufnahmeproblemen geholfen. Also, lieber Morris, vielen Dank. Dieses Let's Play widme ich dir, mein Lieber. So, jetzt steht das allerdings gerade erstmal alles ein wenig. Warum? Ganz einfach. Wir können es theoretisch hier schon sehen. Gleich wird nämlich was passieren. Wir haben hier die Brandgefahr. Und da ist es soweit. Jetzt weiß ich nicht, liest er uns den Text vor? Ich glaube nicht. Okay, gut, dann lese ich ihn vor. Erster Brand, bauen Sie in der Nähe Ihrer Siedlung eine Präfektur ab jetzt verfügbar, damit Ihre Wohngebäude vor Bränden sicher sind. Die Präfektur schickt einen Bürger aus, der die Straßen nach Arbeitskräften absuchen soll. Sobald dieser einige Häuser besucht hat, hat die Präfektur Zugang dazu und kann Präfekten auf Patrouille schicken. Sobald der Präfekt in seinem Gebiet ein Feuer entdeckt, wird er sich dorthin begeben und das Feuer mit Wassereimern bekämpfen. Sie können einen Schutthaufen rechts anklicken, wenn Sie erfahren möchten, welches Gebäude dort abgebrannt ist. Wenn der Präfekt wieder normal seine Runden geht, inspiziert er auf die auf seiner Route liegenden Gebäude auf deren Brandgefahr hin und reduziert so das Feuerrisiko. Präfekten können ihre Dienstleistungen all jenen Gebäuden bieten, die innerhalb von zwei Feldern neben einer Straße liegen. Nachrichten. Wenn Sie eine Fanfare hören, ist eine Nachricht für Sie eingetroffen. Links klicken Sie auf den Nachrichtenbutton, wenn Sie die Nachricht lesen möchten. Besonders wichtige Mitteilungen wie diese werden automatisch eingeblendet und zusammen mit den übrigen Nachrichten gespeichert. Falls Sie einen Fehler gemacht haben, finden Sie im unteren Bereich der Steuerleiste einen Rückgängig-Button. Aufgrund von unzureichenden Feuerschutzmaßnahmen konnten viele Brände ausbrechen. In diesem Augenblick wüten die Flammen bereits in mehreren Teilen der Stadt. Das ist natürlich gar nicht schön. So, wir brauchen deswegen schnell zwei Präfekturen. So, da sind wir in den Nachrichten. Und hier ist auch nochmal ein Button, mit dem man zu dem entsprechenden Gebäude hinkommt. Aber, naja, wir sehen ja schon, dass es brennt. Ja, und jetzt ist ein neues Feuer ausgebrochen. Das ist jetzt nicht, dass sich das Alter erweitert hat, aber gut. Wir haben ja Gott sei Dank zwei Präfekten hier, die feuertechnisch für Recht und Ordnung sorgen. Wobei das ja drumherum gehen ja total sinnlos war. Aber gut, wir möchten denen ja nicht hier ins Wort fallen und denen vorschreiben, wie die zu arbeiten haben. Hauptsache ist, die Brände werden gelöscht und wir müssen natürlich die Häuser wieder ersetzen. So, und das sehen wir jetzt auch auf der Spezialkarte. Das Feuerrisiko ist nämlich jetzt ziemlich klein. Hier seht ihr, wie das wieder langsam wächst, aber dann gehen die daher und dann ist auch wieder alles gut, ihr Lieben. So, wunderbar. Es gibt allerdings noch ein Risiko, was uns gleich zuteil wird, nämlich Gebäude stürzen ein. Haha, Spoiler. So, das dürfte jetzt gleich passieren. Ich weiß jetzt nicht, welches zuerst. Ich vermute mal das, weil ich das ein Sekündchen eher gebaut habe. Yo. Erster Einsturz. Auch wenn die römische Baukunst weit fortgeschritten war, stürzten die Gebäude doch ziemlich oft ein. Um dies in ihrer Stadt zu vermeiden, können sie Ingenieursposten bauen, jetzt verfügbar. Sie funktionieren auf dieselbe Weise wie die Präfekturen und schicken Ingenieure auf Rundgänge, die sämtliche Beschädigungen reparieren, die sie finden. Jetzt können sie auch einen Senat bauen. In jeder Stadt gibt es davon immer nur ein Exemplar. Der Senat beschäftigt Steuereintreiber, falls er Anbindung an den Arbeitsmarkt hat. Diese gehen in den Siedlungen ihre Runden und ziehen bei allen Häusern, die sie passieren, die Steuern ein. Alle Bürger, die untätig auf den Treppen des Senats herumsitzen, sind arbeitslos. Je mehr Leute dort sitzen, desto höher ist die Arbeitslosenquote. Sie können vielleicht beobachten, dass die Wege um den Senat herum zugepflasterten Straßen werden. Wenn ein Gebiet wohnlicher wird, erweitern die Bürger automatisch die Trampelpfade zu Straßen. Das ist doch sehr fein. So, jetzt aber erstmal zwei Ingenieursposten. Na, können wir noch den Einsturz da verhindern? Jo, wir haben es geschafft. Hui! So, für den Senat brauchen wir natürlich ein bisschen Platz, deswegen
So, du kommst dahin. Zack. 35% Arbeitslosenquote. Ist das fein. Und eine Nachricht. Angestellte benötigt. Ach, jetzt auf einmal. Ach ja, gut. Der Senat selber, der hat selber 30 Angestellte. So, die Götter zufriedenstellen. Tempel. Ihre Bürger sind religiös und haben gerne Tempel in der Nähe ihrer Wohnungen. Jeden Tempel müssen sie einem von 5 Göttern weihen. Ceres, Göttin der Landwirtschaft, Merkur, Gott des Handels, Mars, Gott des Krieges, Venus, Göttin der Liebe oder Neptun, Gott des Meeres. Versuchen sie, für jeden Gott die gleiche Anzahl Tempel zu bauen. Die Götter sind sehr eifersüchtig und könnten sich ärgern, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Die Unsterblichen könnten auch wütend werden, wenn sie der Meinung sind, dass ihre Stadt groß genug ist, um allgemein mehr Tempel zu haben. Kümmern Sie sich daher gut um sie. Konsultieren Sie Ihren Religionsberater, um herauszufinden, was die einzelnen Götter von Ihnen halten. Die Blitze dort sind Indikatoren dafür, wie gerne die Götter ihre Stadt bestrafen würden. Je mehr Blitze Sie dort finden, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Götter bald ihrem Ärger Ausdruck verleihen. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen gibt es jetzt ein paar Tempel. 50 Dinari kostet einer. So, Ceres, Neptun, Merkur, Mars und Venus. Haben wir Venus? So, können wir jetzt nicht hier schon direkt hinein? Okay, können wir noch nicht. Erst ab der nächsten Mission und wir dürften es gleich schon geschafft haben. Ziel ist ja 150 Einwohner zu haben. Gut, klar, die erste Mission ist natürlich immer so ein kleines Tutorial, so wie es auch sein sollte. So, und das war's. Cäsar hat uns persönlich zum Sekretär befördert. Whee! Ganz herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Grundlagen zu meiner Zufriedenheit gemeistert. Um eure Ausbildung aber voranzutreiben, habe ich jetzt noch eine weitere hübsche kleine Aufgabe für euch. Auf nach Brundisium. Ja, ihr Lieben, damit wartet die nächste Mission auf uns und ich werde hier meinen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.